herzlich willkommen hier wieder bei Tony Fresh, meine Freunde. Freunde, wir stehen hier gerade bei meiner Autotuning-Werkstatt. Und den Herrn, den ihr hier gerade seht, ist ein super Mitarbeiter. Naja, danke, Tony, danke. Leider sind in letzter Zeit auch ein paar Reklamationen wegen diesen tollen Mitarbeiter reingeflattert. Wenn mal ein Fehler bei der Arbeit auftaucht, meine Güte, wir sind ja nicht perfekt, aber regelmäßig ist... Ja, ich weiß. Naja, tut mir auch leid. Dieser tolle Mitarbeiter, das ist sonst nicht seine Art. Deshalb habe ich mich entschieden, ihn einfach mal zu fragen, was los ist. Ein klärendes Gespräch kostet nichts, kann aber viel bringen. Mein Bester, was ist los bei dir? In letzter Zeit flattern richtig viele Beschwerden wegen dir ein. Naja, Toni... Den freshen Lambo da, den solltest du Chiptuning verpassen. Habe ich da auch gemacht. Ich habe doch gemacht. Chiptuning hast du gemacht, stimmt. Aber dabei hast du diese Kratze hier reingehauen. Gratis aufs Haus oder was? Ja, hast ja recht. Boah, schau dir das mal an. Heftig daneben. Das geht absolut gar nicht. Sorry. Freunde, beim Chiptuning hat er alles richtig gemacht. Da gibt's echt nichts zu meckern. Hier, eine kleine Kostprobe. Heftig, deftig. So wie es sich gehört, meine Freunde. Und nicht anders. Ja, Chiptuning auf über 1000 PS. Ja. Kann man echt nicht meckern. Oh Mann, ja, oh Mann. Bis jetzt sieht alles gut aus. Ich hoffe, das waren die einzigen Mängel, die es verursacht hatte. Drück mir den Daumen. So, und jetzt raus mit der Sprache. Was ist los mit dir in letzter Zeit? Das ist sonst nicht deine Art. Was ist los? Nix ist los. Nix. Aha, nix. Aber nix ist ausverkauft. Also raus mit der Sprache. Okay, Toni, ich sag dir, was los ist. Ich sag's dir. Du bringst immer diese tollen Videos raus und ich will immer einer der Ersten sein, der sich diese Videos reinzieht. Aha, okay. Aber ich weiß ja nie, wann du die rausbringst. Und da machst du mir immer so Kopf. Und deshalb bin ich dann meistens nicht so ganz bei der Sache. Weißt du, was du da am besten machst? Was denn? Abo hinterlassen. Habe ich schon gemacht. Glocke aktivieren. Mensch, Toni, das habe ich ja bis jetzt noch gar nicht gemacht. Siehst du? Mensch, die Glocke setzt mich doch sofort in Kenntnis, wenn du eine Folge rausgehauen hast. Genau, und nicht anders. Oh Mann, einfach Glocke aktivieren. Ey, krass, das... Ja, ganz einfach. Einfach nur Glocke aktivieren. Ja. So, ich muss jetzt weiter. Ich treffe mich nämlich gleich mit Trevor. Er will mir irgendwas über einen boxenden Känguru erzählen. Wow, heftig, heftig. So, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. So, jetzt bist du dran. Komm. Wirklich jetzt? Cool. Ja, Leute, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst...